Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Und der Mond scheint immer noch so schön durch unseren Kopf. Ah, ja. Ja, ich würde sagen, wir wollten ja jetzt diese Tempelführung machen und die machen wir auch einfach. Gucken, was die bringt. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das finde ich gut. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Huh? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwel meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Huh? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Ist ja süß. Ich kann irgendwie gerade nicht... jetzt kann ich wieder laufen. Finde Soris. Achso, jetzt muss ich hier Leute finden, oder... Warte mal ganz kurz. Da ist doch was. Achso. Du hast mich, jetzt ja. Versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Genau, ich muss nämlich noch deine anderen drei Freunde finden. Ja, mit Zenu? Das ist ja lame, das ist ja voll gecheatet. Na gut. Da? Da oben? Warte mal. Nyla, verfolgst du mich etwa? Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Aber wollen wir mal sehen, wie du hier hochkommst. Das schafft sie niemals. So, wie komme ich jetzt hier runter? Leertaste, wie war denn das X? Ah, X war es auch nicht. Dein Vater will, dass du heimgehst. Aber ich bleibe lieber bei dir. Wo läuft denn der jetzt hin? Ich drück gar nichts. Was ist das? Warte mal. War ein Bug hier? Okay. Ja, wirst du wieder bei uns im Haus schlafen? Dieses Mal nicht. Aber ich würde gerne vorbeikommen und eure Mutter sehen. Muss da irgendwie hochkommen, ne? Warte mal. Der läuft jetzt so komisch langsam. Ich habe irgendwas... Ah, so. X habe ich gedrückt, deswegen. Okay, so. Also. Mal langsam hier hochgehen. Nee, ich wollte eigentlich da hoch. Genau. Oh, dahin. Dahin. Und ganz hoch. Kommen wir dahin? Ja. Soris versteckt sich bestimmt wieder bei den Tierkäfigen. Da ist er. Er tut immer so, als wäre er ein Gladiator. Er sollte sich lieber Gegner in seiner Größe suchen. Asena, du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter. Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Oh, das ist gar nicht mal so unrecht, ne? Man kann wirklich die Sterne hier wirklich schön beobachten. Ja, ich drücke ja schon mit einer blöden Einblendung immer. Da unten ist jemand, okay. Möchtest du ein Geheimnis erfahren? Na, nicht, wenn es um deinen Vater geht. Oh. Oh. Geheimnisse sind doch da, um sie zu wahren. Hui. Aua. Ah, da unten. Wieso läuft denn der so komisch langsam? Oh, im Brunnen versteckt. Das ist ja ein Ding. Geber, was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Die Frage ist nur, wie?
Kann ich ihn jetzt irgendwie packen? Ah, durchbricht die Wand. Hier lang. Durch den Tunnel. Los, komm. Danke, Onkel Bayek. Ja. Geh sofort heim zu deiner Mutter. Sie macht sich schon Sorgen. So. Ich weiß nicht, warum ich so langsam laufe. Was ist denn das? Ach so, ich hab... Ah, Y ist das. Okay, verstanden. So, dann müssen wir wieder in den Tempel rein. Finde Soris. Der ist ja dann wahrscheinlich hier. Hui. Aber hier war doch gerade noch eine Markierung. Warte mal, dann... Da ist er. Ah. Aber sag es nicht weiter. Die Priester werden sonst wütend. Wer redet da eigentlich? Ach so, sie ist Bestie, das. Gleich findest du ein Ende durch die Hand des mächtigen Soris. Oh. Das hier für eine Hyäne. Soris, bleib zurück. So, plündern. Das war das letzte Kind. Also, wo sind die jetzt hin? Die sind jetzt weg, ne? Genau. Also, Quest abgeschlossen. Ja, auch gar nicht mehr so übel. Müssen wir Kinder retten hier. Das ist ja ein Ding. Ah, ich kletter so gerne hoch, wisst ihr das? Das macht echt Spaß. Einfach so auf die Dächer klettern, oben rumlaufen. Und jetzt weiß ich also auch, wie man langsam laufen kann, mit Y. Wäre mal cool, ein Spiel zu haben, wo man das sich einstellen kann, weißt du? Die Geschwindigkeit. Aua. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt! Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Ich bin voller Blut. Warum bin ich so voller Blut? Wegen der Hyäne? Oder weil ich mir ein paar Mal die Nase gebrochen habe beim Herunterspringen? Hust, hust. Menahed, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Das schreit nach meiner starken Faust, wo ihr. So. Stufenaufstieg, ein Fähigkeitspunkt, ja, wunderbar. Trifft die Händler beim Markt von Jammu. Empfohlene Stufe 7, sind wir auch. Wir warten, das ist nochmal I, ne? Genau. Inventar wollte ich nicht, ich wollte Fähigkeiten. Wir können wieder was skillen, wir haben sogar 2 Skillpunkte. So, was wollen wir denn machen? Du kannst eine Zeit der Nahkampfwaffe ausrüsten, das brauche ich glaube ich nicht unbedingt. Ja, da kannst du halt switchen, okay, ja, Schweren Angriff aufladen, halte Shift und Linksklick, um einen schweren Angriff aufzuladen. Ein voll aufgeladener schwerer Angriff zerbricht Turmschilde und wirft Gegner zu Boden. Das finde ich cool, das würde ich gerne haben. So. Dann gibt es ja was nach links, alles klar. Gut, wir müssen das ja skillen, um irgendwann mal hier weiterzukommen. Was haben wir noch? Eine Bombe werfen. Ja, okay. Nebelwand. Ach ja, nee, will ich nicht haben. Adlerangriff. Sieg im Schwebemodus auf einen Gegner und drücke F, damit Zeno ihn betäubt. Passiv Zeno hilft dir auch im Kampf gegen deine Gegner. Das klingt ganz cool, oder? Das hat Stil. Bogenträger, du kannst einen zweiten Bogen ausrüsten, ja, okay. Heilsammler, Kopfschuss-EP, Attentats-EP. Ja, wobei, vielleicht sollte man das mal skillen, weil das macht man eigentlich recht häufig. Dann kriegt man langfristig noch ein bisschen Gewinn raus, weißt du? So. Okay, dann würde ich sagen, Quest ist klar, Ausrüstung ist auch klar. Machen wir wieder I. Nee, Escape. So. Die Quest. Achso, jetzt habe ich die Quest wohl ausgeblendet. Warte mal, Quest. Was haben wir denn hier? Stufe 7. Das ist eine Nebenquest, ne? Verfolgen, genau. So, wo muss ich denn da hin? Da vorne hin. Da kann ich ja fast schon hinlaufen. Mein Auto ist ja eh weg, ne? Das haben sie irgendwie umgeparkt oder abgeschleppt. Da heißt es doch Anlieger frei. Echte Frechheit. So. Ups, ich bin gestolpert. So, dann gehen wir hier weiter. Aus. Ah, du kommst vorbei. Ja, sehr gut. Wunderbar.
Ich würde gerne auf so einem Ochsen reiten hier. Aber kann ich nicht. Hast du ein bisschen Milch dabei? Naja, gut, ist ja ein männlicher Ochse. Also gut, Ochsen sind meistens männlich. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Hm? Die Katzenmumien sind gefälscht. Ah, okay, ich muss jetzt mit jedem Händler mal sprechen. Machen wir mal. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Okay. Trifft die Händler. Okay, das ist da hinten. Na, da hole ich mir aber jetzt mal mein Reittier. Da ist er jetzt hingerannt wie so ein Verrückter. Und ist mein... War ruhig, ich finde meinen Esel nicht. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Ah, ja, ja. Wo ist denn der? Hä? Hallo, Kamelchen. Boah, dann nehme ich mir halt das Pferd hier. Ich klaue mir mal das Pferd. Zack. So. Dann, ja, ich würde sagen, wir reiten da direkt mal hin und gucken mal, was da abgeht. Mal kurz husten nebenbei, Moment. So. Klong, klong, klong. Mal gucken, ob die schon da sind oder ob ich wirklich bis Nacht warten muss. Ja, 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 ich passe schon auf, keine Sorge. Okay, hier ist keiner. Kann ich denn hier pennen? Baguette, du bist einer der besten Händler, mit denen wir Handel treiben. Machen wir das so. Wir senden dir einen großen Bestand an Mumien. Sie müssen bis zum Ende des Monats verkauft sein. Okay. Gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Tja. Dann machen wir hier einfach ein bisschen Sightseeing. Die Sonne, geht die unter oder auf? Geht doch gerade unter, oder? Wo sind die? Hinten, ne? Ja, da müssen wir noch kurz warten. Ich mache hier ein bisschen Sightseeing einfach dabei. Wir reiten hier mal ein bisschen durch die Gegend und gucken uns alles ein bisschen an. Das ist schon ganz schick hier alles. Ah ja, hier oben ist die große Straße, okay. Und hier war nämlich irgendwas. Genau, so ein kleines Lehmhäuschen. Das hier sind wohl, das müssten so Öfen sein, wahrscheinlich. Ja, wo sie ihre Fladen drin backen. Wow. Aha, aha. Hallo, ihr kleinen Wachen. Das ist eine gute Ablenkung vom Töten, Verstümmeln. Mich Fußspuren? Ja, ne? Oh, guck mal, ich habe sogar wirklich Fußspuren. Nice. Ja, 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 ich bin doch schon. Ich bin doch schon weg. Oh, eigentlich wirklich schön hier, ne? Die ganzen kleinen Felder. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf, kann das sein? Ah, das sieht ein richtig schönes Panorama. Guck mal. Ah, oh, sieht das schön aus. Wunderbar. Ja. Ein bisschen so hier hinstellen. Einfach nur nice. Einfach nur wirklich schön. So, ja, ich glaube, die Sonne geht gerade auf. Das ist sehr, sehr blöd. Da muss ich mich mal irgendwie, bei Edex würde ich jetzt einmal pennen gehen. Hier muss ich mich ja jetzt irgendwie... Warte mal, wie war denn das? Wir hatten doch halt, wir hatten doch diese Fähigkeit... Wir haben das doch geskillt. Genau, halte M gedrückt, um dich hinzusetzen, in dich zu gehen und die Zeit schneller vergehen zu lassen. Genau, perfekt. Dann gehe ich da mal nochmal hin und meditiere mal ein bisschen vor mich hin. So. Halte M gedrückt. La, 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 la. So, wie lange... Hier ist es automatisch. Ah. Und da sitzt er. So. Tja. Oh, ne Mitzi. Mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht.
Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Friss Dreck, Medjay Abschaum. Ach, beide. Was? Drei Leute? Oh Gott. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei, auf Grund zu laufen. Aua. Das ist ein guter Kämpfer. Ja, danke schön. So, ihn noch. Und dann haben wir noch den Starken hier. So, Shift F. Bam, Junge. Aufgespießt. Tja, da hat der Händler nur Glück gehabt, dass ich gewonnen habe. So, nur? Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Das sehe ich nämlich auch so. So, Pferdchen? Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr Re lebt. So eine Schande. Re ist übrigens der Sonnengott der alten Ägypter. Auch unter dem Namen Ra bekannt. Gut, dann machen wir mal das Lager platt, das Banditenlager. Komisch, ne? Jetzt kam das Kamel wieder. Weiß nicht, was mir lieber ist, Kamel oder Pferd. Wow. Ich finde die eigentlich beide ganz cool. Ah ja, wir wechseln einfach so ein bisschen durch, ne? Je nachdem, worauf wir gerade Lust haben. So, V, um Sino zu rufen. Wo ist denn das Lager? Ah, okay. Ein bisschen verstecken hier. So. Sino. So, da ist auf jeden Fall das Ziel. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal so ein bisschen... Ich versuche mich wieder so ein bisschen reinzuschleichen, gerade jetzt, wo wir diesen EP-Bonus haben. Ist das vielleicht ganz sinnvoll? Nomos Imented. So. Mal gucken. Okay. Das sind auf jeden Fall Wachen. Ich glaube, die müssen noch Zone ist tabu. Ja, wollen nicht. Ich würde sagen, wir holen uns mal den da. Liebe dich. Ja, komm nur. Trau dich. Hey, was? Hey. 8 EP. 10 EP. Okay, das ist wahrscheinlich dann der Bonus, diese 10 EP. So, Nummer 1. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen was finden. Da ist auf jeden Fall ein Typ. Kommt der jetzt ran oder nicht? Was war das denn? Hey, was? Mist. Stirb! Erwischt. Da ist noch einer. Warte. Mist. Na gut, dann halt mit purer Gewalt. Aua, aua, aua. Der ist aber stark. Wie kannst du nur damit auf mich ziehen? Ich reiß dir die Eingeweide aus. Pack dich in Stücke. Warte mal. Hier, Hauptmann, nimm dies. Man sieht leider kaum, aber es sah auf jeden Fall gut aus. So, und du? Aua. Das war knapp. So, weg mit dir. Hier, in den Rücken. So war's das? Ich glaube schon. Plündern. Nee, plündern. So, ich glaube, das war's hier, oder? Dann können wir ja mal die Ware hier kaputt schlagen. So, au. Ja, tut mir leid.
Ah, und nochmal Feuer. Verdammte Flammen! Ich würde gerne überleben. Nein! Mist! Ich dachte, es hört Feuer auf. Oh, schade. Ja, das wusste ich nicht. Blödes Handy, oder? Mal leise machen. So, die Wachen leben natürlich alle wieder, oder? Oder? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Lass aber gleich mal sehen, wie gut die Wachen sind. Vielleicht bin ich diesmal ein bisschen besser. So, heimlich still und leise diesmal. Aber sind jetzt trotzdem nicht alle da, oder? Ah, doch, da hinten ist einer. Können wir uns da anschleichen? I try it mal out. Oh. Ah, Pferde, leise. Ihr verratet mich noch. Ja. Alles wird gut. Papa ist doch da. Oh, da ist eine Wache. Hallo. Ja, was war das nur? War das ein Pfiff von einem Assassinen? Klong! So. Irgendwie hockt der jetzt hier noch. Okay. Das war's, oder? So, da ist natürlich die große Frage. Ja, gut, ich kann es natürlich mit dem Bogen machen. Ne, wir machen es einfach mal mit dem Bogen kaputt. Oh. Den habe ich ganz übersehen. Zack. So, okay. Frisch das, du Ratte. Da bist du. Ach, da. Hab ich dich. Unfair, auf dem Pferd ist der Typ. Ah, Feuer. Oh, das war knapp. Haltet den Gegner auf. Ich muss weiter. Ja, genau. Mist. Los, dreh ich in die richtige Richtung. So. Lass doch mal sehen, wem was rausreißt. Wo kommen die alle her? Yalla. Ah, Shift F, schnell. Ja. So, wir heilen uns ja auch ein bisschen im Kampf. So, ein bisschen blocken. Na, komm doch her. Oh, das war knapp, ey. Oh, noch einer hier? Ich glaube, das war's diesmal. Das waren voll viele jetzt. Wo kamen die denn her? War das eine kleine Patrouille oder sowas? Na toll, ich habe keine Muni mehr. Und hier ist nicht so ein Feuerteil. Okay, das war's. Aber da war noch was, genau. Das wollte ich mir noch holen. Irgendeine Schriftrolle oder sowas, oder? Eine Truhe? Ah ja, eine schwere Keule. Ja, Keulen sind nicht ganz so meine Lieblingswaffe. So, dann klaue ich euch noch euer Pferd. Und die Geier, die fliegen schon drumrum und holen sich gleich die Leichen, wenn ich weg bin. Ja, wunderbar, haben wir es doch geschafft, ne? Auf, zurück zu unserem Freund. Nehmen wir hier das Schiffchen gleich. Und zwar das da. So. Ach ja. Ich weiß auch nicht, aber am liebsten fahre ich wirklich mit diesen Schiffen. Das macht richtig Spaß. Richtig cool gemacht. Generell, das ist echt ein super geiles Spiel. Ich kann die Kritik, die ja teilweise gemacht wird, ich kann die echt nicht wirklich verstehen. Also ich weiß, es ist jetzt nicht das Assassin's Creed, wie es früher war, aber das finde ich gerade gut. Jetzt ich persönlich. Ja, kann natürlich jeder seine eigene Meinung dazu haben, aber es schadet ja niemandem, dass man ein bisschen leveln kann und ein paar Items findet. Also ich finde es eigentlich eine coole Sache, aber gut, ich bin auch ein Rollenspiel-Fan. Insofern bin ich ja vielleicht auch der falsche Kritiker oder Lober. Aber ja, ich finde es echt ein super geiles Spiel. Macht richtig Spaß und also ich kann es wirklich nur empfehlen, muss ich sagen. Was soll ich so? Kritik da, weiß ich nicht, die finde ich jetzt nicht so angebracht an vielen Stellen. Außer dem Punkt, okay, ja, es ist nicht ein hundertprozentiges Assassin's Creed, so wie die alten Spiele. Weil man aber auch sagen muss, wenn sich die Spiele nicht irgendwie auch mal neu erfinden und ein paar coole Sachen neu reinbringen, ne, dann
haben sie auch, oh, das Schiff wieder kaputt gemacht. Dann ist auch dann immer die Frage, wenn du jetzt ein Spielentwickler bist, ne, und du baust ein neues Spiel, dann musst du dir auch die Frage stellen, was mache ich jetzt anders? Also es muss sich ja irgendwie auch für den Kunden dann rentieren, das Spiel zu kaufen. Wenn ich das gleiche Spiel nochmal rausbringe, nur mit bisschen besserer Grafik, dann ist das nicht wirklich innovativ, ne? Also, naja, lassen wir das Thema einfach. Ich werde eh am Ende wahrscheinlich dann nochmal ein kleines bisschen was dazu sagen, aber wie gesagt, ich finde es halt echt ein super gutes Spiel. Falls ihr euch das noch kaufen wollt, kann ich eigentlich nur empfehlen. Nur Werbung, wie immer, aber macht echt Spaß. So, dann geben wir doch mal hier bei unserem Freund die Quest auf. Ja. Ja, ich habe mich um die gefälschten Mumien gekümmert. Hab Dank. Oh ja, das war's. Ein Handschlag und ja, danke. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Pamu schützt einen Becher andere Wein von Zeit zu Zeit. Ja, etwas andere was? Motiv geben? Die Göttin des Gemetzels, neue Quest, okay. Finde und bringe Pamu zu Menehet. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Achso, warte mal, was ist das hier? Interagieren? Oh, Sachmet, Quelle der Stärke und Gnade, ich bin von Sorge und vielen Problemen geplagt. Verletzt durch Ungerechtigkeit und dem beleidigenden Verhalten anderer. Gewähre mir die Stärke, Not mit stillem Mut und unerschütterlichen Willen zu begegnen. Und mit diesen wunderschönen Worten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.